Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 und wir stehen hier bei unserem Freund, dem Federspanner, und werden diesen hier jetzt gleich auch benutzen. Und zwar werden wir einfach mal die Stoßdämpfer für vorne hier zusammenbauen. Nebenbei gehen wir mal ganz kurz hier zum Reifen zusammenbauen, denn es muss jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Wir haben die letzte Folge einfach mit so viel Kaufen, Kaufen, Kaufen vollgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das gut fandet oder nicht. Das werde ich später sehen. Auf jeden Fall, ich habe sie erstmal hochgeladen und nehmen, ja. Und ja, oder beziehungsweise ich werde sie, oder sie lädt gerade hoch, um ganz genau zu sein. Und dann werden wir ja mal sehen, wie eure Reaktionen morgen Abend darauf sind, beziehungsweise heute Abend, also gestern waren. So, jetzt sind wir in der richtigen Zeitform. Hätte gewesen werden sein sollen. Denn quasi rede ich von Dingen, die morgen passieren, aber gestern schon waren. So verwirrend bin ich auch. Habe ich jetzt den gleichen nochmal auf der Ausrufmaschine gesteckt? Na. So viel zum Thema, es muss schnell gehen. So. Wir können aber jetzt hier schon mal ganz kurz. Lass sie da hinten auswuchten. Wir haben ja dann zwischendurch mal Zeit. Und gucken da mal wieder hin und bauen dann hier einfach mal so einen Motorblock ein. Diesen hier. Und fangen dann mal an, so langsam aber sicher dort Teile anzubauen. Wir haben hier genug und wir haben alles gekauft und alles neu, beziehungsweise Teile sogar repariert. Aber viele Teile mussten wir natürlich dazu kaufen. Wie gesagt, wir sind jetzt von 47.000 mit dem Kauf des Autos. Danach hatten wir noch 36.000. Haben wir jetzt noch 13.000 reingesteckt, um hier ein paar Teile zu kaufen. Und da uns sowieso ein paar Teile noch fehlen werden, die wir noch nicht... Die quasi nicht mitgeliefert wurden beim Schrott, vom Schrotthändler. Da werden wir sicherlich noch die eine oder andere Überraschung haben und vielleicht noch ein bisschen Geld ausgeben. Hoppala. Aber wenn wir das geschafft haben und das Geld ausgegeben haben, dann gucken wir mal, wie viel Gewinn wir bei der ganzen Sache gemacht haben. So, die Batterie kann ich auch schon wieder reinstecken. Bremskraftverstärker geht auch schon wieder und dann geht hier noch eine ABS-Pumpe. Und davor geht natürlich auch das ABS-Modul. Alles Neue macht der Mai. Also wer sich das Auto kauft, hat eine scheiß Karosse, aber der Rest ist okay. Das ist halt noch das Problem. Da haben wir Karosserien noch nicht reparieren können. Wenn wir das auch noch können und daran rumschmeißen können und dies und das, das wäre natürlich dann richtig toll und richtig edel, aber naja, ist halt nicht. Genau, da habe ich den gleichen. Ja. So, gut. Ach ja, ich hätte hier mal auf den Knopf drücken können, dass er schon hochfährt, weil wir wollen jetzt von unten natürlich ein bisschen was schrauben. Denn wir fangen jetzt an, dass wir dann von unten die Kurbelwelle reinschmeißen, die Kurbelendeckel und so weiter. Und dann bauen wir das ganze Fahrwerk schon mal unten wieder dran. Dann ist halt auch schon mal alles wieder Geschichte hier. Komm mal her, komm. Gib mal her den Puschen hier. Das ist nett von dir. So, ich habe hier noch einen, den kannst du nochmal auswuchten. Genau diesen hier, so. Wir können ja theoretisch auch hinten anfangen mit der Aufhängung. Ich hab ja schon ein bisschen was. Achso. Die Taste ist so was. Das hier mal anbauen hier. Und zusehen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Denn heute soll ja das Auto noch fertig werden. Also beziehungsweise heute früh soll das Auto fertig werden. Denn ich möchte doch noch irgendwie ganz gerne eine Runde streamen. Die Frage ist, wo hole ich die WOBS-Folge dann her, die ich brauche für heute. Ah. Das ist noch so ein Problem. Muss ich mal gucken, vielleicht kriege ich da jemanden überzeugt, dass da jemand mit mir mitfährt noch. Hm. Wir werden sehen. So, hier komplett neu die Räder und alles schicken. Ach, der freut sich bestimmt, der Kunde, der das kriegt. Die Paschine an der Karosserie, die kann er ja zum, kann er zu einer anderen Werkstatt fahren, die vom Level schon höher ist, ne? Zu einem von euch. Und kann er da ja mal schnell sich nochmal die Karosserie reparieren lassen für 15.000 oder so. Keine Ahnung, was das kostet. Bei euch dann. Könnt ihr mal kurz sagen, welches Level ihr schon seid. Also ich bin ja jetzt bei Level 15, wenn wir das Auto hier fertig haben, hoffe ich, dass ich Level 16 bin. Oder ich muss dann doch jetzt im Stream nochmal so ein paar Aufträge machen, die quasi extra Punkte bringen. Eine Feder und das Domlager dazu. So, dann können wir hier noch einen Tank einbauen. Wenn wir schon mal dabei sind, dann gehen wir auch noch gleich die Treibstoffpumpe mit rein. So. Dann drehen wir uns hier um. Treibstoffpumpe sieht immer so aus, als wenn sie nicht eingebaut ist, ne? So, dann können wir hier einen Stoßdämpfer anbauen. Zack. Einen Stoßdämpfer. So, eine Federhaube. So. Okay, nein, wir möchten das jetzt nicht hier so neudeutsch werden.
Und ein hinteres Domlager haben wir auch noch. Dann haben wir hinten den Querlenker. Ja, den bitte. Gott, Gott, Gott. Und dann müssen wir das Ganze noch gummigelagert hier wieder einschrauben. So, dann können wir den Elchadelfer noch dazu nehmen. Und zack, was davor schrauben. Die Narbe nehmen wir dann noch. Lass mich mal dahin zoomen. Dankeschön. Die starre Antriebswelle. Das sieht schon mal sehr gut aus. Bremsscheibe. Belege. Wackel und Kolben. Und eine Felge. Wo ist sie? Da. So. Dann müssen wir jetzt einmal noch zur Auswuchtmaschine gleich nochmal laufen, den anderen auswuchten lassen und dann haben wir dann auch die Reifen für vorne schon fertig. Hat viele U-Holzen. So. Hat viele U-Holzen. So, das hat mir hier hinten alles zusammen. Sehr schön. Dann können wir. Falsche Richtung gelaufen. Können wir hier rüber laufen. Dann können wir nämlich den hier holen. Ich glaube, einen habe ich noch, den ich auswuchten muss. Genau. Für die Vorderachse. So, dann fangen wir hier vorne mal an. Zusammenbauen. Den hier ran, dann den hier dran, dann haben wir hier den Stoßdämpfer. So. Dann machen wir hier Gelenkschutz. Eingebaut. Abnahmelager. Bremsscheibe. Belege. Und Sattel. Ja. Danke. So, dann haben wir hier noch eine Gummilagerbuchse. Dann haben wir das Teil noch hier. Die haben wir ja repariert gekriegt. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Also, wir haben immerhin auch schon ein paar Teile repariert gekriegt, obwohl wir gerade bei 55% sind. Aber der nächste quasi Levelausstieg wird auch da reingehen, wenn ich mich dann noch daran erinnere, wenn wir das machen. Dass ich das so machen wollte. Damit da nämlich dann nichts mehr passieren kann. So. Dann den Stabilisator einbauen. Dann haben wir noch die Stabilisator-Koppelstange. So. Und dann kann hier schon theoretisch ein Rad davor. Eins haben wir ja noch in der Tasche. Das gemeine Taschenrad. So. Ja, aber auch ich habe die mal angezogen. Okay. Gebe ich ja zu. So, dann holen wir das andere Taschenrad noch her. Nehmen, danke. Und dann geht das hier munter weiter auf der Seite. Und zwar zusammenbauen. Einen Stoßdämpfer reinhängen. Ja, jetzt schauen wir ein bisschen in die Luft, aber gut. So, den stecken wir mal durch die Schrauben durch, dann ist der auch fest. Das ist immer ganz gut. Eine gesteckte Schraube ist ja immer noch besser als die Schraube der Nagel. So. Also besser gesagt, eine genagelte Schraube ist besser als ein geschraubter Nagel, aber naja, jetzt war's gesteckt halt. Ja, der alte Mann redet Blödsinn. So, dann hier, Zylinder, zack, alles ran. Ist die Bremse hier vorne schon fertig, dann können wir hier noch ein bisschen Gummi buchsen. Das ist sowas, das vergesse ich ganz gerne. Da muss ich nachher drauf achten. Den Filter kann ich auch anschrauben. Ja, das Ding haben wir nicht, ne? Flammrohr und Schwimmer fehlen uns, glaube ich, noch. Aber das werden wir dann sehen. So, dann bauen wir hier noch eine Fliss an und dann haben wir hier noch einen Spurstangenkopf mit Schraube und den Koppelstange. Den Koppelstange vor allen Dingen. Die Koppelstange. So, und dann können wir hier nämlich auch schon das letzte Rad wieder dran schrauben. Theoretisch können wir jetzt nämlich schon wieder durch die Gegend schieben. So, Fahrwerk steht schon wieder. So, das ist doch schon mal viel wert. Dann bauen wir da mal eine Koppelstange. Kohlwelle ein. Sieht sogar von hier aus. Sehr schön. Müssen wir noch ein bisschen näher ranrocken. So. Da an die Kohlwelle. Na, ich will an die Kohlwelle ran. Danke. Weil, dann können wir hier schon mal den anbauen. Dann müssen wir nachher bloß am Schluss. Also bevor wir die Ölwanne anschrauben, die Kolben noch festschrauben, aber dann haben wir oben auch schon alles wieder fertig. So, Kohlwellendeckel dran. So, das Flammrohr haben wir gerade nicht. Achso, ich könnte eigentlich die ganze Getriebegeschichte kann ich schon machen, ne? Ja, die kann ich schon machen. Dann machen wir die doch auch gleich dran. Wenn wir einmal dabei sind.
Eine Schwungscheibe, eine Kupplungsscheibe, dann eine Druckplatte. Und dann kommt noch der Ausrücker, wenn wir die Druckplatte befestigt haben. Sind wir gut in der Zeit, oder? So, dann haben wir hier ein Getriebe. Schraub, Schraub, Schraub. Schraub. Dann haben wir, ach ja, dann haben wir hier Antriebswelle. Die ist immer ein bisschen fisselig zu kriegen, muss ich sagen. Da hätte man sich vielleicht was Besseres überdenken sollen. Dass man die Teile einfach schraubbar macht und dann die Antriebswelle einfach raufmacht. Oder dass man die Gelenke quasi anklicken kann. So, Katalysator haben wir einen. Mittelschalldämpfer haben wir auch einen. So, ist das auch schon drin. Getriebe ist drin, das ist drin. Ach, guck mal, da war noch eine Gummimuffe. Habt ihr das gesehen? Damit wir die Gummimuffe nicht vergessen. Die bauen wir mal lieber gleich noch ein hier. Sonst gibt das wieder nur Ärger, dass da wieder Teile fehlen am Auto. Die nehmen wir auch. So. Wunderbar. Dann fahren wir die ganze Karre runter und dann schrauben wir jetzt von oben so ein bisschen was dran. Da sollte ziemlich viel gehen, damit wir dann von unten wirklich bloß noch die Ölwanne dran setzen müssen, beziehungsweise die Kolben festschrauben müssen, und dann sollte das doch schon alles fast wieder gut sein. So, Kolben, Zylinder, also Kolben und Kolbenringe. Kolben, Kolbenringe, ja, bitte reinstecken. Kolben, Kolbenringe, haben wir da. Mehr als genug. Genau. Na, rein damit. So, dann bauen wir den an. Ja, das ist natürlich dann nachher bei dem 8-Zylinder alles noch ein bisschen fisseliger, weil da ja die ganzen Schlüsselstangen und sonst irgendwas noch alles damit abbauen darfst. Da könnte interessant werden. So. Gut, hier hat man auch so mal 10 Schrauben, die jetzt nicht ganz so schön sind, aber muss halt auch sein. So, dann setzen wir den an. Ja, wir wollen keine Verspannung in der Nockenwelle haben, weil der Motor soll ja lange, lange halten. Na? Damit dort kein Unfug passiert. So, dann haben wir da hinten den Deckel noch drauf. Dann haben wir schon die Zylinderkopfhaube. Das ist doch schon mal schön. Den hier noch. Ein anderes hat noch vor, glaube ich, auch nicht abgebaut, ne? Muss man auch noch kaufen. So, Drosselklappe, haben wir soweit? Nee. Oh, ein paar Teile fehlen noch. Das stimmt schon, ne? Das ist ein bisschen schade, aber sie fehlen. So, dann können wir den dran setzen. Dann haben wir wieder einen Teil, achso, einen Riemenspanner noch rein. Dann haben wir einen Teil, was wir repariert gekriegt haben. Dann haben wir eine Tragrolle. Dann haben wir hier unten die Kurbelriegelscheibe, so. Dann. So, dann die Keilriemen müssen wir auch neu kaufen noch. So, hier haben wir auch nichts, ne? Doch, da haben wir sogar. Haben wir alles da. Sehr schön. So. Zündkerzen haben wir natürlich auch noch ein paar. So. Und die letzte dann noch rein. Und dann haben wir hier drüben eine Zündspule. Ja. Und dann haben wir den Stückchen hier, so, dann können wir gar nicht anschrauben, da fehlt uns noch irgendwas, weil wir wahrscheinlich, keine Ahnung, Flammenmotor nicht haben. Und einen Anlasser haben wir nicht. Gut, dann müssen wir mal einen Anlasserstück kaufen. Oh, Anlasser, da ist einer. So, dann bauen wir den mal da schnell an. Gut, dann müssen wir doch erst das Flammenrohr kaufen, damit wir dann den Dings dran kriegen, okay. Also Flammenrohr R4 SOHC brauchen wir. Das gibt's im Auspuffladen. Hier. Flammenrohr R4 SOHC. Das. Hoffentlich gibt es da kein Links und kein Rechten, aber. So. Hoch damit. Genau das will ich anbauen jetzt. So, dann können wir den Baum hier unten schon fertig. Fleuerdeckel. Auf, Schraub. Nächsten Fleuerdeckel. Oh, wie schön der Motor glänzt noch, ne? Der sieht schick aus. So, noch ein Fleuerdeckel. Und dann das letzte Fleuerdeckel. Und dann können wir die Ölwanne dran schrauben. Glaube ich auch repariert worden von uns. Diese Ölwanne. Da können wir eigentlich unseren Namenskürzel reinschlagen.
So, okay, dann haben wir das auch fertig. Dann gucken wir weiter von oben. Irgendwas werden wir garantiert vergessen haben, aber macht erstmal nichts. So. Zusammenbaumodus. Wir brauchen mindestens einen Kraftstoff-MPI und eine Drosselklappe R4. So. Ah ja, ich kann hier direkt ins Tablet gehen, glaube ich, mittlerweile. Kraftstoffverteiler MPI. Kraftstoffverteiler MPI. Den braucht man. Und jetzt habe ich schon die Drosselklappe, brauche ich noch. R4 nehme ich an. So. Dann wollen wir hier mal zusammenbauen. Kraftstoffverteiler. Was habe ich denn jetzt wieder angeklickt? Wo bin ich denn jetzt wieder reingeraten? Motor, so. Den falschen Zugang gewählt. Keine Ahnung. So, große Klappe. Na, R4 einbauen. So. Hätten wir. So. Kraftstofffilter haben wir auch schon eingebaut. Dann hier den Abgaskrümmer R4 SOAC. Abgaskrümmer R4 SOAC, den nehmen wir. Und dran damit. So. Schick aus. Sieht doch richtig schick aus schon. So, fehlt uns jetzt noch was? Gucken wir mal von Weitem. Kühler ist drin, Batterie ist drin, das ist drin, das ist drin. Kriegt man doch schon mal Öl auf und gucken, ob das schon geht. So. Sehr schön. So, einen Ölmischstab haben wir ja auch. Sehr schön. Das sieht gut aus. So. Gut. Gucken wir doch schon mal, wie viel Wert die Karre jetzt hat. 27.000. Ja. 2.000 Gewinn haben wir noch. So. Aber jetzt müssen wir natürlich noch die Karosserieteile kaufen, die fehlen. So. Und zwar fehlt uns eine Tür links und ein Kotflügel links. Gucken wir doch mal. Wo ist denn hier? Ersatzteillager. Wir müssen jetzt mal in den Bodyshop. Ach, ich habe wieder vergessen, wie die Karre heißt. So, die Karre heißt Salem Kiran. Ein Kiran ist das, alles klar. Ein Kiran. Das kann man im Bodyshop eingeben. Kiran. Bodyshop. Kiran. Wie ist das Ding? Ach, war mit IE, ne? So. Und zwar brauchten wir die Tür links. Dann brauchten wir die Seitenscheibe. Vordere links. Dann braucht man eine Stoßstange vorne. Jo. Und einen linken Kotflügel auch noch. So, dann gucken wir mal. Zusammenbauen. Wir haben das gekauft. Wir haben Öl gekauft. Und die Windschutzscheibe brauchen wir auch eine neue. Guck an. So, Motor machen wir mal zu. Geht nicht. Spiegel brauchen wir auch einen neuen. Stoßstange mal auch. War da noch ein Spiegel? Ne, brauchen wir jetzt hier einen Spiegel noch und eine Windschutzscheibe, ja? Wir brauchen noch einen linken Spiegel und eine Windschutzscheibe. Windschutzscheibe haben wir. Und den linken Spiegel haben wir auch. So, und dann, wenn wir dann den Bonus kriegen, dann haben wir nämlich schon alle Teile wieder eingebaut, die da rangehören. Hallo, warum bist du also aus dem Zusammenbaumodus gegangen, bloß weil ich die Scheibe eingesetzt habe? So. Ach, guck mal hier hinten, da fehlt noch ein Rücklicht. Rücklicht rechts fehlt. Rücklicht rechts. Rücklicht rechts. Links rechts. Da. So. Aber jetzt. So, dann machen wir den Kofferraum zu. Ach, wir müssen jetzt in den normalen. Nein, also jetzt echt ernsthaft. Ernsthaft, in der letzten Minute des Videos schafft das noch reinzublinken. Oh, ist das unglaublich. So, dann gucken wir jetzt mal. Wie sieht's aus? Wir kriegen Prämie für Restaurierung. Naja, gut, okay. Also, wir verkaufen das Auto jetzt auch noch in dieser Folge und sagen, dass wir insgesamt in 33.290 Dollar kriegen. Und dann verkaufen das Auto. Zack. Ja, möchte ich mir gerne verkaufen. Und die Prämie kriegen wir dazu. Und dann sind wir bei 52.000. Das heißt, wir haben netto 15
$5,000 plus gemacht durch diese Aktion. Gut. Das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Monster Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.